10, 9, 8, 7, 6. Fünf, vier, drei, zwei, eins, frohes neues Jahr! Hey. 2023 wird unser Jahr, oder? Ah, endlich, gehen wir steil, endlich. Ja. Das wird super. Die ganzen Probleme der Welt werden wir nicht lösen, aber vielleicht andere. Herzlich willkommen, Johanna. Hallo, frohes neues euch allen. Hallo. Hey, frohes neues. Hi. Frohes neues, Andreas. Danke für die Einladung. Etienne. Super Jahr bislang. Frohes Neues! Hey. Sag mal, du bist ja jetzt meiner Einladung hier gefolgt, aber wo hättest du denn gefeiert, wenn du jetzt nicht meine Einladung ja, eigentlich Silvester wollte ich ja bei Lars feiern, aber irgendwie stimmte der Code nicht, den er mir gesagt hat für seine Tür. Und jetzt bin ich dann nochmal hier gegangen. Aber hier sind ja auch coole Leute, oder? Ist das nicht mehr 6666? Ja, 185 hat er mir gesagt. Oh. Ja gut, ja dann muss ich nochmal... Ich mag euch auch, Mensch. Ja, ist ja Quatsch, Lars und Nils. Also, und so, die braucht man doch nicht. Ich muss schon nochmal sagen, ne, wir laden das nicht um 0 Uhr hoch oder so. Ne? Also, es ist jetzt gerade 18.10 Uhr, wenn ich das mache. Deswegen nur, um das kurz für euch einzunorden. Wir laden das hoch für alle, die heute früh ins Bett gehen. Ja. Ja, das ist doch schön. Das ist auch Oktober. Ja. Und passend zu unserem schönen Partyabend hier, den wir heute zusammen genießen, spielen wir heute zwei kleine Spiele. Und zwar... Oder wenn uns das erste so viel Spaß macht, dann spielen wir auch nur eins. Aber jetzt gucken wir mal. Und zwar als erstes spielen wir... Also zwei Spiele spielen wir heute. Links-Rechts-Dilemma. Und das ist ganz einfach. Das ist nämlich, Story of my life. Das ist nämlich ganz einfach. Wir eine Person am Tisch stellt sich diesen sechs Dilemma, die es hier aufgezeigt gibt, und geht quasi gedanklich einmal diesen Weg ab. Ja? Und entscheidet sich quasi an jeder Gabelung für das... wo sie sich halt auch für privat entscheiden würde. Und am Ende kommt diese Person ja an einem Häuschen an. Ne? Wenn man sich die sechs Dilemma angeguckt hat. Und dieses Häuschen trägt diese Person geheim auf diesem Rad hier ein. Aha. So, dann verdeckt sie das und alle anderen überlegen, wo sie glauben, dass diese Person am Ende bei rumkommt. Okay. Und dann es wird geht aufgedeckt. Darum, wie gut wir uns kennen. Genau, es geht darum, wie gut wir uns kennen. Und am Ende wird, und dann bevor quasi die aktive Person aufgedeckt wird, diskutieren wir einmal, auf was wir uns einigen können. Okay. Och, das wird so richtig schön unangenehm. Das wird richtig schön unangenehm. Wie so ein Silvesterabend auch ist. Ja. Möchte eine Person als erstes gedanklich diesen Weg abgehen? Wen, also, wen kennen wir denn von uns am besten? Mich, oder? Du bist ein offenes Buch? Ich bin, glaube ich, ein offenes Buch. Ich meine, seit deinem Roman und deiner Autobiografie, glaube ich, wissen wir viel über dich. Ja. Okay. Alles klar, dann würde ich als erstes den Weg abgehen. Okay. Du fährst mal die Piste hier runter. Ich fahre mal die Piste gedanklich runter. Mhm. Was haben wir da alles? Also, muss auch ehrlich sein, ne? Ja, ich bin wirklich ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich und ich... Frage gedanklich. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Meins ein. Ja. Okay, ich bin fertig. Ich habe meins eingetragen. Und wir gucken jetzt. Und ihr guckt jetzt. Stellt eine Zahl ein. Ihr stellt eine Zahl ein und. Ja. Was ihr glaubt, was es wird am Ende. Aber also wie. Grundregel. Ja. Können wir uns jetzt auf, sagen wir, private Geschichten beziehen, die Ähnlichkeiten zu den hier vorhandenen Lösungen haben? Also kann man da das dann als Argument mit einbringen? Ja, klar, oder wollen klar. wir da jetzt einen Schwur der Diskretion leisten? Nein. Oder heute jetzt nochmal alles? Wir, alles kommt alles auf den Tisch. Okay. Jetzt kommt nochmal alles auf den Tisch. Gut. Und dann würde ich sagen, dann decken jetzt alle, bis auf ich, ihre Lösung auf. Ja. Und sagen einmal, warum sie diesen Weg gewählt haben. Und dann müsst ihr euch am Ende auf eins Oha. Einigen. Okay. Okay. Und let's go. Aufdecken oh. schon? Ja. Oh, ah. Johanna, komm, ja. wir sind am nächsten ja, ja, Fabian dran. Ich sagen, okay. Das ist ja eine komplette ja, unterschiedliche Einschätzung. Okay. Ja. Haben wir uns schon bei der ersten Frage schon getrennt. Aber wir, Andreas und wir sind sehr nah dran, ne? 5 und 6, das ist nur die letzte Weiche. Ja. Würde ich auch sagen, ja. Einmal anders gegeben. Das heißt, wir können es mal durchgehen. Wir drei waren uns einig, Fabian ist eher der
Popcorn-Esser. Also ich kenne Fabian, er ist nicht so dreist, dass er den ganzen Film lang redet. Er ist ein Genießer, er ist ein Leckermäulchen, er ist ein Zuckerzahn. Deswegen glaube ich... Das sehe ich ganz anders. Popcorn. Ich glaube, Fabian sitzt da und hat zu jeder Szene noch mal ein bisschen was beizutragen. Naja. Noch mal ein bisschen erklären. Ist doch ganz in sich gekehrt. Ja, aber es ist in der Kino. So auf sich wirken und lässt es so sacken und dann vielleicht schreibt er so ein Essay dann zwei Wochen später. Ich glaube, wir waren noch nie zusammen im Kino, glaube ich. Nee. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du noch was Besseres also, zu sagen hast als die Schauspieler. So verkehrt ist er dir dann nicht unterwegs, das muss man schon mal sagen. Das Mitteilungsbedürfnis würde ich schon als hoch einschätzen, aber auch in so einer ruhigen Situation. Das Snackbedürfnis hätte ich aber vielleicht noch ein bisschen höher eingeschätzt. Ja. Ich glaube schon, dass du eher dich bei Kritik am Film direkt an die Macher wenden würdest im Nachhinein. Die und auch da persönlich das kennst, ne? Ja, erste, ja. Deswegen, aber das ist natürlich die allererste Entscheidung gewesen und da hat sich unsere Trend schon gearbeitet. Ja, ne? Ja, 3:1. Aber ist Popcorn nicht auch irgendwie naturschadend oder sowas in der Herstellung? Ich habe direkt gedacht, was ist der CO2-Abdruck von Popcorn? Nee, das ist dann lieber die Leute. Dann geht's weiter mit Bettlektüre. Einmal 50 Shades of Grey oder Kim Jong-uns Autobiografie. Na klar, ja. Fabian ist ein politisch interessierter junger Mann und natürlich Kim Jong-uns Autobiografie ist für ihn natürlich essentiell, um das Tagesgeschehen zu verstehen. Ja. Und 50 Shades of Grey, ich meine, was man täglich selber macht, muss man nicht lesen, glaube ich, oder? Ich meine, da kann Übrigens, dazu eine Nachricht noch aus dem Jahr 2022. So eine alte Kamelle holt's raus. Ja, I know, dass in Südkorea ja jetzt die Altersangaben angepasst wurden. Da gab es ja zwei konkurrierende Alterssysteme. Das eine ist irgendwie so, wenn du zum Beispiel am 23. Dezember geboren wirst, das passt nicht, am 30., dann kann es sein, dass du mit dem Jahreswechsel ein Jahr älter wirst und mit dem Geburtstag, sodass du quasi innerhalb von 2 Tagen 2 Jahre älter werden kannst. Und das haben sie jetzt erst angepasst. Okay. Jetzt ist es internationale. Das heißt, Südkoreaner werden jetzt mindestens 1 Jahr, 2 Jahre jünger. Und das hat zum Beispiel in Nordkorea, in Nordkorea haben sie das schon in den 80ern akzeptiert. Also, wir sagen, wir sind gar nicht so weit zurück in Nordkorea, wie das oft den Anschein hat. Da waren wir uns vereinigt. Und dann im letzten ist natürlich noch die Frage, da Moment, ich bin ja auch noch da. Ja, du bist ja schon wo ganz anders. Aber, da muss ich ja auch kurz rechtfertigen. Okay. Denn hier ist nämlich die Frage, sollte er an der Bar stehen und würde er dann eher sagen, die Getränke gehen auf mich? Nee, das weiß ich. Da stand ich schon oft mit dir in der Bar und da bin ich mir 100% sicher, Geldbeutel. Dass es nicht da ist. Da habe ich ihn eher als den, die Blöße. Ich glaube ihm, dass er den Geldbeutel nicht dabei hat, aber ich glaube ihm trotzdem, dass er so leicht rechts gelehnt sagen würde, geht auf mich. Und dann sozusagen irgendwas verdealt mit dem Kassierer. Und sich das aus der Kasse zurückholt. Ey, ich komme später nochmal rum und bring dir die Kohle vorbei. Aber ich glaube nicht, dass er da einfach stehen würde und sagen würde, ich habe mein Geldbeutel vergessen. Nee, das ist ein rübergelehnt dann so, Johanna, lädst mich ein, ne? Johanna, du lädst mich ein, oder? So ist das nämlich immer. So ist das immer. Und das unterste war bei dir, Eddie? Bei mir, ja, die Wahl, die schlimmsten Nachbarn. 3 Babys, die ununterbrochen schreien. Und ein Paar, das es den ganzen Tag miteinander treibt. Ach ja, du schätzt mich als kinderfeindlich ein, ja. Naja, ich denke mir halt auch, wenn du auch so über den ganzen Tag bummst, dann kannst du ja schlecht sagen, die Nachbarn bumsen wieder. Das ist ja ein bisschen, also das kann ich mir ja nicht vorstellen. Und für alle, die keine Kinder haben, ich hatte ja auch mal keine Kinder. Und weiß man gar nicht. Viele wissen das gar nicht. Aber selbst mit Kindern nerven mich andere Kinder. Also ohne Kinder noch mehr. Insofern war das dann deshalb die 1. Okay. Ah. Okay, dann. Ihr habt noch die 3. Ja, wohingegen bei uns trennen sich jetzt Johanna und ich von Andreas, nämlich bei Du rennst nackt. Ja, da hatte ich schon ein bisschen mehr auf sein Schamgefühl gemocht. Und gerade hier, also Arbeitskollegen, Kolleginnen, würden das die Kolleginnen ja gar nicht vielleicht wollen. Deswegen müsste das im Vorfeld alles abgeklärt werden. Einfach so sich zu exposen, das ist nicht Fabian Krane. Es sei denn natürlich, es hat einen Einspieler-Hintergrund. Wollte ich gerade sagen. Dann könnte das der Fall sein. Aber wenn die Kamera läuft, ist natürlich dann andere Regel. Gelten gar keine Gesetze mehr. Also eigentlich bei allen Leuten. So wie bei den Simpsons, wenn die Hosenträger dauernd reißen. Deswegen bin ich aber trotzdem auf die 5 gegangen. Und ihr habt gesagt, nein, der Typ zieht sich aus, wann immer er kann. Im Wesentlichen. Und Johanna hat offensichtlich sehr viel Party-Erfahrung mit Fabian und ist Ich bin nie nackt auf Partys. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, quasi dieses, ja, das stimmt, aber ich hab's auch eher mit, du würdest es machen als Gag. Du würdest den Gag nicht
scheuen, wenn es erforderlich wäre. Ja. Und da auch mal einen Flitzer machen. Und das natürlich jetzt nicht so eklig, sondern einen süßen Flitzer. Mhm. Also so ein bisschen zusammengekrümmt, ja, und ganz schnell. Einen süßen Flitzer. Nee, doch, so habe ich ihn auch eingeschätzt. Also wirklich, Charme kennt Fabian gerade nicht. Das ist wirklich für ihn kein Problem. Wir alle sind gleich geboren und das lebt er auch jeden Tag aus. Von daher bin ich hier auch auf der 6 gelandet. Und soll ich was sagen? Ihr liegt alle falsch, nämlich ist die 3. Doch, Gott. Oh, genau die Mitte. Aber über welchen Weg? Über welchen Weg? Über links oder rechts? Nein, ich bin tatsächlich im Kino laut Popcorn essen. Da lag dir völlig nicht, weil fast viele ja nicht wissen, ich bin ja ein alter Kinokonsoleur. Ich habe ja jahrelang als Student in Kinos gearbeitet. Stimmt. Richtig. Ja. In Programmkinos. Das heißt, eigentlich kommt beides für mich nicht in Frage. Nämlich kommentieren laut und Popcorn essen ist in meinem Metier eigentlich alles verboten. Aber dann würde ich eher Popcorn essen. Und dann 50 Shades. Ja, 50 Shades of Grey. Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde ja erotische Hörspiele auch gut. Ja. Und und lesen, so erotische Texte lesen, finde ich auch gut. Deswegen 50 Shades of Grey. Und am Ende ein Leben lang ohne Toilettenpapier oder Smartphone. Ich habe mir halt gedacht, Toilettenpapier kann man ersetzen. Mhm. Durch andere Dinge. Erotische Hörspiele. Was ist das? Also, was meinst du damit genau? Das ist doch viel cooler. Also, sorry. Nee, ich finde es gut. Ich habe aber gleich noch eine andere Frage. Nein. Wo findest du die? Also, gibt es da auch. Ja, aber auch so wie Pornoseiten im Internet gibt es dann auch. Portale. Aber das ist dann Pornos zum Hören. Stopp. Das ist dann aber eher so stilsicher und. Nee, einfach nur die Tonspur. Nicht so schmierig. Nicht so ordinär, oder? Nicht so ordinär. Ja. Aber ist es auch kostenlos oder ist es dann wirklich so. Paid. Okay. Da hast du ein Abo-Modell? Okay, interessant. Okay, ich wusste nicht, dass du 50 Shades of Grey beim Porno, das Problem ja beim Porno ist, du hast einen Bildschirm und musst drauf gucken und beim Hörspiel kannst du auf dem Bett legen, musst dich doch irgendwie auf ein Dings und kannst deine Bilder im Kopf spielen lassen. Ja. Ja. Würde investieren. Cool. So, alles klar, dann Johanna ist dran. Wir klappen einfach alles mal um. Ja. Ah, es gibt eine Rückseite. Es gibt natürlich eine Rückseite. Johanna ist ein Getränk. Es ist auch so eine Steilvorlage, ne? Ein erotisches Hörspiel. Also auf Spotify. Auf Spotify. Die drei. Ja. Die drei 69er. Die Dreier. Ja. Ja, hab's. Die sechs Freunde. Schreibt's in die Kommentare. Da könnt ihr euch nochmal ausprobieren. So, Johanna, setz dich auf den Schlitten. Ja, ich bin runtergedüst, hab was eingeloggt. Ihr könnt schon mal euch da reinlesen. Okay, wow, jetzt lese ich erst den Titel der Karte. Okay. Das ist aber schwer. Wäre gar nicht gut, wenn ich es wüsste. Was macht man denn, wenn man da zu einer Abzweigung kommt, wo einfach beides nicht ist? Was ist das für ein Wort? Okay, Taco? Also. Hey, ich verstehe es auch nicht. Also, ich verstehe auch nicht alles. Oh, okay. Gott. Boah, das ist nicht schwer. Nicht. Okay. What the fuck? Aber es ging recht schnell, oder? Du warst dir recht sicher, Johanna. Also, das hat jetzt nicht lange gedauert. Nö. Okay. Also, ich hab, ja. Gut. Wir sind alle fertig, oder? So, dann drehen wir um. Alles klar. Ich habe die 5. 3. Aha. Andreas. 3. 6. Spannend. Okay. Das ist interessant, weil das gibt mir Hoffnung, dass Johanna weint. Trinken. Ja, also. Weil das müsstest du doch wissen, ja. Also, wir waren schon viel zusammen trinken und das Problem ist wirklich, ich würde es wirklich bei 50-50 einschätzen, dass Johanna 50-50. Schuld ist hier übrigens noch Geld, haben wir gerade erfahren. Schuld ist mir noch ein Wein. Ja? Nee. Ah. Das ist natürlich jetzt schon diese. Ja. Frage, wenn es natürlich Bier ist, ist alles andere schon wieder hinfällig. Ja, ich habe es jetzt auch als Weintrinkerin eingeschätzt, aber keine Ahnung. Ja, und dann bin ich halt bei Axt. Weil Funkgerät. Ich denke mir, Johanna ist so ein kommunikativer Mensch. Ja, und so kann dann genau die Truppe anleiten und so. Ich meine, sie organisiert Drehs und so, dann ist sie, glaube ich, so eher so die Anführerin der Gruppe und so. Du da links, rechts. Ja, glaub, ja, ich generell mit Leuten sprechen, doch, bin ich schon eher als. Oder? Sie ist nicht die Axt im Wagen. Aber Funkgerät ist für mich so.
am sich auf andere verlassen. So, kann mir jemand helfen? Axt ist eher so, da weiß ich, was ich hab. Da kann ich selber mich verteidigen. Funkgerät schnitzen. Johanna sei in erster Linie. Ja. Ich glaube, Funkgerät, sie redet mit den Zombies. Und überzeugt, die aufzugeben. Das ist so, jetzt kommt erstmal, setzt euch mal kurz hin. Also. So, jetzt reden wir es erstmal zu. Und wie seid ihr dann bei, du wirst flachgelegt an einem beliebten Strand? In einem, ja, das ist schon der Punkt. Das habe ich nämlich auch gelesen. Das steht aber an einem belebten Strand. An einem beliebten Strand? Das habe ich auch gelesen. Der Strand oder belebt. Ich glaube, alles ist besser als Eis halt, oder? Also da ist aber nochmal der Unterschied zwischen in der Öffentlichkeit oder in einem Iglu. Da genau. Ich vielleicht doch nochmal also, aber so gut. Warm und Zuschauer oder frieren genau. Und für dich genau. Sein. Ja gut, ist ja die Frage, ist die Iglus so kalt? Weil ist die Idee nicht, dass es dann recht warm ist drin? Eigentlich schon. Ja. Aber ja, wärmer als draußen. Nein, aber ich würde sagen, als ich meine, vor allem belebter Strand, Strände sind groß und es gibt. Aber Moment, aber ein Iglu so. Kann doch nicht warm sein, weil sonst fällt er doch zusammen. Na. Ja, aber. Doch. Ist das nicht aus Eis gebaut? Ja, aber also kannst du doch eigentlich nicht über. Du, wir können Denkfehler. Das gerne nachprobieren. Hier Iglu-Bau. Der große Rocket Beans Iglu-Bau. Ja, ja. Ja. Doch, da haben wir vielleicht doch finden wir einen Sponsor, irgendeinen Captain vielleicht. Aber nee, ich meine, Strand, das glaube ich, ist auch, also jetzt, wenn man es mal grundsätzlich unter dem Standpunkt der Erotik sieht, glaube ich, ist. So, ist halt so, naja, so ist Sex on the Beach oder sowas. Das ist Sommer, der unerotischste Urlaub. Ich meine, das ist ja auch. Nein, belebter Strand, das kann ja auch Nacht sein oder so. Das muss ja nicht in voller Sichtweite sein oder so. Deswegen glaube ich, Iglu, ich glaube, also ich weiß nicht, wie viele Hörspiele spielen in Iglus. Das kann ganz so, wenig. Mal im Vergleich zu Strand. Von daher sind. Aber sind wir uns alle einig beim Thema Wein? Also niemand hat die Bierroute genommen. Ja? Mhm. Krass. Das stimmt auch. Also, okay. Das ist noch nicht mal 50-50. Nee? Nein. Ich war auch schon viel mit dir Bier trinken. Ja, bei Rocket Beans gibt's ja immer nur Bier, aber ich. Nee. Bier nur in der Not, okay. Klar, damit irgendwas reinläuft, aber so. Und deswegen habe ich auch drei genommen. Beliebten Strand. Okay, ja, dann Johanna, lösen wir auf, oder? Ja, vier habe ich genommen. Ah, das Iglu! Das, ja, das ist ja, aber das liegt daran. Wegen belebt, das ne? Belebt finde ich doof ja. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich war viel am Strand zuletzt und da ist Sand natürlich irgendwann nervig und das habe ich nicht. Ja, aber gefühlt. Schnee nicht, oder aber was? Aber ein Iglu ist doch gemütlich. Das ist doch gemütlich, das ist doch stimmt. Total kuschelig da drin. Da sagt ja nicht, dass da nur ein Stück Eis auf dem Boden ist. Und aber da hast du ja gar kein Publikum im Iglu. Naja, man, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Kann man reinbinden. Aber wir sind nah dran. Aber was hat dich denn zum Funkgerät bewegt? Da habe ich dich ja komplett. Das ist safe. Funkgerät safe. Einfach so, um mal ein bisschen Kontakt mit anderen. Ich kann mit einer Axt nicht umgehen. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ich habe mir zu Hause mal ins Bein gehackt und seitdem hatte ich keine Axt mehr in der Hand. Also ich bin da würde ich mal ein bisschen gucken, wer ist noch so in der Umgebung. Was geht ja, so? Mal reinhören, ein paar Knöpfe drehen. Sowas. Ja. Okay. Gut. Na gut. Das knapp, wär, ey. Aber knapp. Du weißt schon, in der Zombie-Apokalypse hab ich die Axt, dann komme ich zu dir, nimm dein Funkgerät einfach weg. Weil ich ja die Axt hab. Du kommst so. Nicht ins Iglu. Nee, da traust du dich nicht rein, da ich gerade Sex. An der Tür. Du rauchst daneben so lange, bis es schmilzt. Stundenlang. Wer ist dran? Achso, okay. So, Andreas. Okay. Pfefferminz-Schokolade-Eiscreme. Das habt ihr euch ausgedacht. Das gibt's nicht wirklich. Na, After Eight Eis. Würdest du. After Eight einfach, ja. Um Angesicht der Erde. Oh! Scheiße. Eieiei. Tja. Boah, okay. Leute, das ist auch für mich nicht leicht. Ich kann das nicht lesen, leider. Schlimmste. Was ist das? Das ist im Super. Außer. Ach, das ist Kandidat. Eieiei. Ja, das ist natürlich sehr theoretisch. Ja. Ja. Mit den Videospielen, ne? Yeah. Wer hat heutzutage einen PC? Andreas hat sich entschieden. Oh, nee, nicht wirklich. Nee, ist naja. Schwer. Ja, ich hab was. Okay. Was? Ich hab eine auch was. Okay. Drei, also alle aus Andreas. 3, 2, 1.
3-3-4-4. 3-4-4. Oh, wir sind alle hier gelandet. Ja. Okay. Wir sind alle bei der Party. Aber, wir müssen nicht alle den gleichen Weg genommen haben, ne? Also erstmal Pfefferminz-Eisschokolade würdest du gerne vom Angesicht der Erde vertilgen. Nee, hab ich nicht. Das würde der sich gerne reinstecken. Der ist unser Oldschool-Typ. Hab ich aber auch gesagt, es gibt irgendwas, was ich gern mag, was Andreas gar nicht mag. Wir haben mal darüber gesprochen und dann, glaube ich, einen Monat gar nicht mehr miteinander. Da ging es um Lars. Ich glaube, weil ich liebe Pfefferminz, ich glaube, das war irgendwas mit Pfefferminz. Das ist After-Eis. Ja, das ist Hammer. Das ist auf ein Level mit Stracciatella. Aber spannend, dass wir dann wieder alle zurückgekehrt sind in die Mitte. Ne? Also ich gut, aber sag doch mal, was ist mit Pfefferminz? Auf gar keinen Fall. Was? Wir kennen ihn doch. Das ist ein ganz normaler Mensch. Wir kennen ihn. Die beiden, mit denen ich viel mehr Zeit verbringe als du. Wir kennen mich besser. Nee, ich bin auch die alte Mann-Theorie, das würde dir gehen. Jetzt, Dschungelcamp oder Wer wird Millionär? Also ich meine, Wer wird Millionär auf jeden Fall. Ja, das hab ich auch. Ich meine, jetzt ist nur die Frage, wie schätzt er sich ein versus was ist realistischer? Und ich glaube, wie schätzt er sich ein, ist Wer wird Millionär. Ja, ist auch das Format, wo du irgendwie... Klar, mit so einem Schaden. Du kannst Geld gewinnen, du sitzt da, es hat ein großes Problem, Günther ja auch mal gegenüber zu sitzen, anstatt irgendwelche Kakerlaken zu essen. Ja, und dann schlimmste Ende einer Party, da habe ich auf jeden Fall von Außerirdischen entführt werden, weil, also von Dämonen besessen werden, hat er keinen Bock drauf, aber mit Außerirdischen, da kann er dann halt noch seine Wortspiele machen, weißt du, wenn er von denen entführt wird. Interessant. Nee, ich habe auch gedacht. Da kann er noch mit denen labern und das so. War eher dieses ist ja Dämon das Schlimmere. Wärst du ja auch bei 4. Wenn du sagst, er will lieber entführt werden von Aliens. Ich verstehe alles. Ja, stimmt. Ja. Ich habe so gedacht, Außerirdischen entführt werden, dann bist du halt weg von der Party. Und das ist das, was Andreas will. Das kriegst du ja dann nicht mehr mit. Aber beim Dämon, der sagt dann, der lässt dich dann da rumkotzen auf der Party. Und du bist noch auf der Party. Nee. Und die Leute wissen nicht, dass du vom Dämon besessen bist. Ja. Ist doch peinlich. Ich dachte mir einfach, Aliens ist die viel coolere Geschichte. Mal bei Aliens gewesen, der Dämon, da kannst du ja nichts erinnern irgendwie, hast dann irgendwie dann die Ziege geopfert oder so. Ich bin auf eurer Seite, ich switch nochmal zu 4. Na. Nee. Ob das geht. Nee, du bist safe der Alien, weil du sagst, bring mich hier raus. Ich hab irgendwann keinen Bock mehr, bring mich hier raus. Moment, aber dann bist du doch auch bei 4, Junge. Genau. Nein. Das Schlimmste. Möchte er nehmen. Ach so. Du bist auch bei 4. Das habe ich auch falsch verstanden. Nein, ihr müsst doch einfach nur sagen, was findet er schlimm? Ihr Außerirdischen entführt werden oder von einem Dämon besessen werden? Wenn du sagst... Ich war eher bei, was möchte er lieber von Außerirdischen entführen? Also waren wir... Okay, dann Sind alle bei 4. Im Gedanken sind wir alle bei 4. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Shit. Ah, gut, ne? Also... Ihr seid super gut und ich muss sagen, nachdem ich, was ich euch habe sagen hören, bin ich auch bei 4. Das ist auch falsch verstanden. Nee, aber ihr habt nochmal ganz gute Argumente gebracht, dass mit dem, dass das dann auch abgeschlossen ist, weil dann wird man einmal entführt, aber dann ist es vorbei und Dämon hast du halt die ganze Zeit, spricht eigentlich auch für den 4. Im ersten Moment dachte ich so, außerirdisch, da weiß man nicht, was einen so richtig erwartet. Ja. Bei einem Dämon, da ist relativ klar, der übernimmt Stück für Stück. Das stimmt. Aber ihr wart sehr gut. Auch dokumentiert. Und bist du oben? Bist du oben? Bist du bei... Wer wird Millionär? Ja, genau, stimmt. Du warst ja weg vom Eis. Aber wenn dir Schoko-Eis, Pfefferminz-Eis schmecken würde, wärst du dann natürlich heiße Kassierer. Das ist natürlich klar. Aber wer denkt, dass mir das schmeckt, der kennt mich halt null. Also das ist wirklich der ekelhafteste Kram. Und es wäre natürlich die Umkleidekabine gewesen. Das ist interessant, die Frage mit dem Supermarkt. Ich habe, glaube ich, noch nie eine heiße Kassiererin gesehen. Hast du auch schon mal einen heißen Kassierer gesehen? Na klar. Ja? Mhm. Okay. Na klar, ich laufe, habe meine Augen auf in der Welt, klar. Na klar. Na klar. Und du warst auch schon mal in jemanden verliebt, ne? Ja. Und das Problem ist, wie fängt man ein Gespräch an? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich über Wochen versucht rauszufinden, wann sie die Kasse zumacht, damit ich der Letzte in der Reihe bin. Weil sie kann ja, wenn überhaupt, nur reden, wenn ich der letzte Kunde bin. Weil wenn hinter mir jemand steht, dann so nächster. Das heißt, nur wenn ich der Letzte bin, dann hat man mal die Chance. Oder du kaufst so viel, dass sie ganz lange deine Sachen scannen. Oder was ist denn mit einem schönen Storno an Kasse 3? Und dann muss man erst der Filialleiter kommen, aufschließen. Oder ein großes Glas Kirschen mal runterschmeißen im Kassenbereich. Was ist denn damit? Oder vom Bio-Apfel den Sticker abziehen. Da weißt du nicht, was es ist. Ich hab's. Wie wär's? Ein Foto von dir, Polaroid-Fotos, so aufs Laufband. Und sie scannt ein und plötzlich kommen so ein paar Fotos. Und du stehst so da und die kommen so. Und du stehst auch. Und wie ist das ausgegangen? Ja, tatsächlich, eines Tages habe ich den Moment abgepasst, dann war ich der letzte Kunde. Wusste aber natürlich nicht so ganz genau, wie man das jetzt, das Gespräch beginnt. Und mir ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen, als sie in meinen Podcast einzuladen.
Weil ich dachte so, ey, oh mein Gott! Ja, weil ich dachte so, ja, wir reden da ab und zu über Supermärkte und wir fragen uns, hättest du nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und dann habe ich ihr meine E-Mail-Adresse gegeben. Und sie hat sich nie gemeldet. Oh mein Gott, wenn ihr das... Und vor allem, du kannst ab dem Punkt ja auch da nie wieder einkaufen gehen. Weil aber gibt's geht was? Nicht. Warte mal, so, wir springen einfach drüber, dass er ihr die E-Mail-Adresse einfach gegeben hat. Das ist schon das weird. Ich hab Florentins E-Mail-Adresse nicht. Hey, warum? Das macht man doch das ist so. Die Hürde ist viel zu groß. Ja. Und eine E-Mail zu schreiben. Was ist das jetzt? @13? Nee, ist das ein kleines... Du hast noch nie eine romantische E-Mail geschrieben. Ich gebe doch nicht dann da ein und dann lange... Hier fängst du an einzutippen... Also, Little, Florentini, dann fängst du an, da ewig nicht. Nein, Eddie. Nee, das war noch nicht die Zeit, wo jeder SMS und Texten und so hatte. Das waren die 90er. Ach so. Also gut, nicht ganz. In seinem Podcast in den 90ern. Aber das ist natürlich auch eine Riesenhürde, wenn sie sagt, was soll ich denn da machen? Ja, aber was soll ich denn sagen? Was soll man denn da sagen? Vielleicht nicht komm in meinen Podcast. Ich finde, das ist eine originelle. Ach, warum? Nee, das du kannst ja sagen, man hat aber verloren. Komm mal zum Zuhören in meinen Podcast. Sie noch das ist meine E-Mail-Adresse. Melde dich. Die ist auch noch aktiv. Okay. So. Wir haben alles umgedreht, oder? Ja. Cool. Ja. Okay. Ei. Oh. Ei, 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 ei. So, wer ist dran? Eddie? Eddie. Ja, ja, ja. Okay. Tja. Was? Es ist immer Bier und Wein als erste Frage. Oder irgendwas mit Bier. In dem Fall jetzt. Ja. Gott. Also, ja, manche Fragen sind wirklich bescheuert. Tja. Aber es gibt gar keine Punkte, ne? Irgendwas, wo man richtig liegt. Doch, es lag noch niemand richtig. Wenn wir alle zusammen, also eigentlich müssen wir uns auf eine gemeinsame Antwort einigen, dann würden wir alle Punkte keine kriegen. Ahnung, aber es war auch noch nie jemand richtig. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich höher, dass man es irgendwann zufällig trifft. Ja. Hast du es? Okay, dann drehen wir es los. Warte, ich bin ganz unsicher. Mhm. Oh, das gefällt mir gar nicht gut. Ja, okay. Okay. 3, 2, 1. 2. Ja, 2. 3. 2, 2, 3, 5. Okay. Ja. Also der, guck mal, Eddies, ihr seid ja wahrscheinlich schon bei, genau, ihr seid schon bei Bier anders abgebogen. Ja. Und ich habe Eiscreme genommen, weil Eddie, ich sag mal, Eddie ist aus dem Partyalter raus. Ist ein Genießertyp. Der sitzt abends mit einer... Schleckermäulchen. Ist ein Schleckermäulchen. Der sitzt abends mit einem Eis da und hat Bock, ein Eis... Also ein Bierchen mit einem Freund, mit Kollegen, so ein bisschen? Das ist was anderes. Wenn er ist gesellig, klar, dann trinkt er mal ein Bier. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, in seiner Kühlbox, da gehört ein Eis hin. Moment, ganz kurz nur, damit wir die Frage verstehen. Kühlbox. Ja, nicht Eisfach. Nicht Kühlschrank. Was? Sondern Kühlbox ist für mich irgendwie Campen. Wir gehen zum Angeln. Wir gehen zum Strand oder sowas. Und da trinkt man dann eher Bier als Eis, oder? Also da kann, also kühl, also das finde ich, ja, das find ich schon noch ein Unterschied. Nicht, was bei ihm zu Hause im Schuber ist. Ob das Kühlschrank oder da kommt kein Bier rein. Wir merken, dass wir doch ein erstaunlich hohes Problem haben, hier die Fragen zu verstehen, wo sie sehr einfach sind. Das stimmt. Das ja, ist ein valider Punkt. Ich glaube nicht, dass Eddie das so verstanden hat. Gut, aber das kann man jetzt auch nicht immer noch mit reinrechnen. Ja. Na gut. Aber eine Kühlbox kann auch das, was bei dir zu Hause aber ist. Aber du warst so oder so bei Eiscreme. Denn ich war bei Eiscreme, dann Leben und Arbeit. Ich kenne Eddie mittlerweile auch ganz gut. Er ist ja auch schon ein bisschen älter, hat ein paar Kinder und so. Ich sage immer so, dass man ihn jetzt nachts um 2 auf der Reeperbahn antrifft. Die Zeiten sind lang. Und wir haben uns vor original einer Viertelstunde darüber unterhalten. Vorbei, genau. Ja. Und deswegen habe ich auf dem Land getippt. Und dann war es natürlich easy. Oscar. Den würde ich natürlich gerne gewinnen. Du gewinnst einen Oscar oder Grammy. Ja, bei uns ging es hier weiter mit der wahrscheinlich dämlichsten Frage überhaupt. Du findest eine Schatzkarte oder Omas Tagebuch? Das finde ich für mich eine Frechheit. Also okay, natürlich die Schatzkarte. Ja. Und dann war ich bei Tolkien bei Herr der Ringe. War ich auch. Okay. Ja. Aber worauf können wir uns einigen? Können wir uns auf irgendwas einigen? Wie einigen? 2. Naja, auf eine, also ich finde eure Antwort. Aber 3, ach, wie kommst du zu 3? In der Stadt? Ja, du hast gesagt Stadt. Ja, ich dachte, er braucht ein bisschen Stadt und auch aus monetären Gründen ist er ein Stadtmensch. Lass dich eine Stunde lang. Günstiger in der Stadt. Exakt, naja, man will ja auch ein bisschen was zeigen, was man hat. Was wieder? Lass dich eine Stunde lang kitzeln, oder? Ja, lass dich. Lass dich eine Stunde lang kitzeln oder von einem Gorilla-Ohr feigen. Ja, es sind teilweise. Ist ein bisschen schade, dass
bei dem Spiel. Manchmal sind Fragen, die wirklich ernsthaft sind, wo man sich fragt, wie ist die Person? Manchmal sind es Quatschfragen. Ja. Da sollte man sich vielleicht eher entscheiden. Aber du hast mal kleines Feedback. Vielleicht braucht man beides auch. Ja. Ein bisschen auflockern. Ja, klar. Das ist nicht. Ja, zeig mal dein Scheibchen. Ja, also, es ist tatsächlich die 4. Oh. Aber ich muss sagen, ich konnte die Fragen alle nicht hundertprozentig beantworten. Also, ich habe am Anfang habe ich mich für Eiscreme entschieden, weil ich einfach super selten Bier trinke. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, vielleicht ist das auch in so einer Kühlbox zu kalt. Das Bier, das ist zu kalt. Oh nee, das ist mir zu kalt an meinen Zähnen. Wir müssen über Kühlbox reden. Ja, Kühlbox ist so ein bisschen. Die Kühlbox hast du Glück, wenn es auch einigermaßen kalt ist. Dann habe ich gedacht, Leben und Arbeit. Ja, ich habe vorhin zu dir gesagt, Land. Spontan. Ja, aber das war. Da habe ich die Familie natürlich noch mit einbezogen. Ne? Aber wenn ich jetzt keine Familie hätte, würde ich Stadt bevorzugen. Ich bin in der Stadt geboren und habe immer in der Stadt gelebt. Mir fehlt dann so ein bisschen der. Das du bist ein urbaner Typ. Land ist zu einsam dann tatsächlich. Und dann, habe ich gedacht, eine Stunde lang kitzeln erträgt kein Mensch. Da will ich dann auch wissen, was so ein Affe wirklich kann. Los, dann schlag doch zu, schlag doch zu. Also das ist eine Erfahrungswerte, kannst dann so verbuchen. Okay, Affen, krass. Ja. Ja, bist du auch ein Entertainer, hätte ich sehen müssen. Ja, dass du das ist ein gutes Skill. So ein gutes Skill. Du willst so ein Video von dir im Internet haben und nicht, wie du eine Stunde gekitzelt hast. Hier schlägt mir der Affe in die Fresse. Ja. Dramaturgisch passiert vor einer Stunde Kitzeln irgendwann nicht mehr viel. Leider. Wir haben noch keinen getroffen, ey. Ja, aber das sind auch teilweise blöde Fragen. Also, schwierig. So, jetzt kommt Florentin. Jetzt haben wir alle gar keinen Plan. Jetzt wissen wir doch alles. Florentin ist ein offenes Buch für mich. Ja finde ich, nehme ich aber auch als Kompliment. Also, ich habe keine Geheimnisse. Alles weitestgehend offen. So. Ich bin jetzt übrigens immer ein bisschen sensibilisiert, wenn ihr so einen Podcast zu Gast habt. Ich muss jetzt dann doch überlegen, wie die Origin-Story ist. Oh mein Gott. Jedes Video auf Pornhub scheint dein eigenes Video. Das ist zu klein. Okay. Grüne, ich kann das leider nicht sehen. Also, du musst ehrlich antworten. Wirklich? Du musst wirklich nach ehrlich antworten. Ja. What? Ach, grüne Neune, okay. Ach. Oh, das ist aber spannend. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Das könnte auch leider schnell vorbei sein, ne? Ja. Ich sage so, aber es könnte komplett falsch sein. Schwierig. Was? Ich glaube, hier lernt auch Florentin jetzt gerade noch selbst was über. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer schön, einen Spiegel zu schauen. Ihr seid ja meine Spiegel, ne? Also. Okay. Das sind ja so Fragen, die stellt man sich ja oft sonst gar nicht. Und jetzt muss man die sich. Also, ich will so oder so alles beantwortet haben von Florentin auf allen Karten. Ja, tja, ich weiß aber auch nicht. Keine Ahnung. Sollen wir mal aufdecken? Ich verstehe das mit dem Hasen überhaupt nicht. Schildkröte, Hase, was hat das denn zu bedeuten? Naja, wer du lieber sein wolltest. Also, wer so dein Vorbild ist halt. Der Hase. Vom Lebensstil. Vom so eher gemütlich, gemächlich. Ach so. Ach, komm. Na gut, deck mal. Oder hast du ständig Druck und. Ja. Ackern. So wie Florentin halt ist. 2 habe ich. 3? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alles recht mittig. Alles recht mittig. Also ich hab. Also. Ja. Hä? Aha. Nee, ja, gut. Ja, Entschuldigung. Ja. Also komm, die erste Frage ist einfach. Ja, beides ist nicht wirklich erstrebenswert wahrscheinlich, aber will man wirklich sich auf Pornhub verewigt sehen? Ich glaube nicht. Also, dann beiß ich doch in den sauren Apfel und guck halt mal Pornhub. Ja, aber Florentin Will könnte natürlich auch so verquer argumentieren und sagen, naja, wenn man ein Video hat und es gibt, wie viel sind auf Pornhub, Eddie? Was war gestern? Ja, 46 Millionen. So. und da, ob jetzt das 46 Millionen erste überhaupt auffällt, ob man nicht quasi so viel auf Pornhub hat, was gar nicht gesehen wird, so könnte er natürlich auch argumentieren. Unsere Community findet Florentins Video auf Pornhub. Naja, das ist eine andere Ebene. Das war nicht so gefragt. Ja, ich weiß. Er könnte auch irgendwo gar nicht zu sehen sein und sich nur befriedigen lassen. Und ob das dann nicht untergeht, wäre das das kleinere Übel, als sich dieser hemmungslosen Pornografie auszusetzen?
Meine These war, er würde jedes Video gucken. Das naja, also wenn man jetzt so wie denkt, wie Florentin, dann könnte er vielleicht auch sagen, sowas wie, ja, ein Ziel von ihm ist es, irgendein witziges Video auf Pornhub zu haben, ne? Was vielleicht gar kein klassischer Porno ist. Das wäre aber, nein, ja, das, kannst, aber das würde die das Frage aushebeln. Das ist genau. Du kannst aus Pornhub nicht einfach eine Video-Upload platzieren. Ich weiß, das aber, ne, oder irgendwie so. Neue Folge verflixte Klicks auf Pornhub. Genau, so, ja. Das ist irgendwie so. Es wurde diskutiert. Ja, deswegen, aber das habe ich auch außen vor gelassen. Deswegen habe ich gedacht, er ist eher ein schambehafteter Typ. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie selber in einem Porno mitspielen irgendein geheimer King von ihm ist. Deswegen jedes Video auf Pornhub schauen. Aber besser wie ernst er auch schaut, die ganze Zeit. Das will euch nichts geben. Gewissheit, wann du sterbst. Also, ja, das war auch der Pfad, wo ich dann gelandet bin. Mhm. Und da denke ich, beides scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja am höchsten, dass du einfach, weiß ich nicht, eines natürlichen Todes stirbst. Florentin, nee. Doch, der ist. Und dann würdest du erfahren, du stirbst eines natürlichen Todes. Gut, dann geht dein Leben relativ normal, weil wenn er jetzt nicht steht, du wirst von einem Axtmörder hinterhältig umgebracht. Das wäre natürlich eine Scheißinformation. Dann könnte man sich nämlich von Axtmördern fernhalten in Zukunft. Das ist eigentlich wichtig. Aber es ändert ja nichts. Ja. Aber dann hättest du halt dauernd Angst, dass vielleicht irgendwann der Axtmörder kommt. Ja, schade, wenn dass du keine Axt genommen hast. Nee, ich werde dich mit meinen Strahlen, könnte ich dann eventuell vom Funkgerät aber machen. Niemand aber niemand will doch wissen, wann er stirbt. Das ist doch das nee, Schlimmste. Ich bin auch der absolute Albtraum. Nein. Wieso lieber wissen, wann du stirbst, nein. Als wie nein. Du stirbst. Also finde ich nein. Nicht. Doch, aber Florentin schon. Florentin glaube ich schon, ja. Florentin, wissen, nimmt wann du stirbst. Ja, nein. Florentin diese nimmt Antwort am Abend kann davor dich, nämlich kann noch ein ganz entspanntes Bad ziehen. Macht sich einen richtig schönen Porno Larry. An. Porno an. Der muss ja noch alle. Der muss er ja. Muss er ja noch. Ich kann nicht in 2 Jahren sterben. Ich habe noch 40 Millionen. Schaffe ich das überhaupt? Ja. Nee, als die Art wie, da bin ich nämlich ein bisschen, hast du das nicht gerade sogar gesagt, Johanna, dass man das dann vermeidet? Das ist doch noch weirder. Wenn du weißt, okay, in 30 Jahren an dem Tag sterbe ich, bis dahin kannst du safe leben. Ja. Safe. Bis dahin lebst du safe. Wenn du aber weißt, wie Johanna sagt, und du stirbst irgendwie im Supermarkt oder so, rutscht irgendwie im Gang aus, kannst du nie wieder im Supermarkt einkaufen gehen. Genau. Ja, aber die Chance, das ist ja gering, dass du irgendwie außergewöhnlich stirbst. Und doch, wenn du weißt, dass du stirbst, ihr geht jetzt vom Best Case aus 30 und Jahre, sagt irgendwie so 30 Jahre. Mm-mm. Was ist, wenn es heißt 2 Wochen? Ja. Das kann aber ja mit wie du sterben das auch sein. Das kann ja der nächste Unfall im Haushalt aber das sein. Das kann ja umgekehrt genau sein. Kann ja auch sein, in 2 Wochen rutscht du im Supermarkt aus. Also das geht ja in beide Richtungen. Ja, aber willst du dann nicht lieber, denn nur bei einer Sache weißt du ganz genau, wann es passiert also, wird. Also ich finde, die Beklemmung zu wissen, wann man, ja. Das finde ich so. Weil wann läuft eine Uhr ab? Du sagst jetzt 30 Jahre, aber irgendwann sind 29 Jahre und 11 Monate vergangen. Ja. Und der Monat ist nicht mehr geil dann. Und auch davor auch schon nicht mehr. Aber ist doch besser als ein Leben in Angst. Da bin ich bei Kranich. Hä, wieso denn Leben in Angst? Wenn man sagt, okay, du wirst von einem LKW überfahren, dann heißt es einfach nur, dass ich zukünftig ein bisschen besser auf die Straße schaue. Und hab doch aber trotzdem tipptopp Leben. Du bist ja trotzdem von einem LKW überfahren. Ja, laut der Karte kannst du es ja nicht vermeiden. Ja. Doch. Nein, das macht es ja noch weirder. Doch, man kann doch ein bisschen drauf achten, ein bisschen mehr gucken. Ja, aber es wird doch safe sowas wie Herzinfarkt sein. Da kannst du doch ja, einfach. Ja, eben. Okay, naja, gut. Also, danke für die Einschätzung. Ja, okay, und dann ganz unten. Also ich habe da. Nicht falsch, nur sehr traurig. Ich hab wann du sterben wirst, und dann habe ich Schildkröte genommen. Beliebter Entertainer von Supermarktkassierin erwürgt. Diese Headline, die ich nicht lesen. Schildkröte hast du genommen? Ich habe Schildkröte genommen, weil ich einfach dachte, okay, er hat einen schönen Panzer, er kann sich zurückziehen, machen Schildkröten, die überwintern doch auch in Kühlschränken und so, oder? Das wiederum ist was? Doch, weil so domestizierte. Liebe ich. Die kommen in den Kühlschrank, doch. Ja, oder? Ja. Ja. Pass auf, eines Tages macht er den Kühlschrank auf. In eine Kühlbox kommen die. Ja, zum Bier. Und nee, ein Hase ist ja keiner, der Geschäfte die ganze Zeit unterwegs. Deswegen, ich bin Schildkröte, was hast du noch? Ich bin bei der Grippe und dann bin ich auf. Was habe ich genommen? Jammerst eine lange Woche lang herum. Und du? Ja, Henning? Doch. Ja, ich bin auch bei der Grippe gewesen, aber ich schätze Florentin. Natürlich ist er willig, aber so. Der googelt der ist so hart im Nehmen. Nee, der fährt hier zweimal die Woche, setzt er sich hier im Zug, um sich ins Kämmerchen zu setzen, um World of Warcraft zu spielen. Das muss ich sagen, das verlangt mir einiges an Respekt ab. Ich glaube, so ein Schnupfen würde ihn nicht davon abhalten, irgendwelche Sachen zu machen. Ist nicht so der Typ, der dann. Da hat auch niemanden, ehrlich gesagt, wo er jammern soll. Bei wem jammerst du denn dann? Wen rufst du denn da an? Mich hast du noch nie angerufen. Ich hab nur meine Videos. Naja, ich deine Videos. Ich dachte ja, ist es ja vielleicht, wenn man halt jammert, wenn keiner, also dass du schon jammerst, wenn halt keiner hinschaut.
Dass das man dann ja schon mal jammerig aber ist. Aber das bringt ja gar nichts. Für einen nichts. Selber, na klar. Ja. Manchmal sagen so, Mann, ich habe es jetzt halt wirklich schwer. Mann, mir geht es jetzt richtig schlecht. Ich, ich finde, jammern macht nur Sinn, wenn das Leute mitkriegen. Eine Badewanne voller Tränen. Ja. dann deck doch mal auf. Also Rotze. Wir haben mehr als zwei, eine drei. Eine ja, zwei, zwei, drei, vier, alles in der Mitte. Ich finde es spannend und aber auch gar nicht so unerwartet für mich, dass Eddie völlig falsch liegt. Johanna liegt richtig. Okay, aber das ist nur das Letzte. Wir waren immer synchronisiert, wir haben fast immer das Okay, wo bist du, wo bist du denn? Also natürlich ganz dein Ziel, auf jeden Fall jedes Video schauen, auf jeden Fall, ganz klar. Da bist du ja auch schon nah dran. Das ist auf jeden Fall spannend als Ziel, finde ich. Das auf halbem Weg jetzt auf, für mich auch Quatsch. Gewissheit war, also ich fand die Diskussion sehr anregend und spannend, die ihr hier geführt habt. Oh. Bin aber absolut bei Eddie. Du willst nicht wissen, wann du stirbst. Gewissheit, klar, aber ich fand die Argumentation auch gut. Ne? Wenn du weißt, du stirbst im Supermarkt, dann musst du jedes Mal im Supermarkt Angst haben. Und so. Das einfach nicht mehr in den Supermarkt gehen, zack, ausgeklärt. Ja, aber das, das ist natürlich so das Loophole, wo man drüber streiten kann. Aber nein, auf jeden Fall war ich auch bei, wie du sterben wirst. Und dann Erkältung. Ich bin eigentlich schon eher so der harte Typ, der dann auch durchkämpft. Klar. Aber ich musste leider hier präzise sein, weil Grog ist ja ein alkoholisches Getränk. Das würde ich niemals trinken. Ich trinke keinen Alkohol. Von daher war ich da einfach raus. Das wollte ich jetzt auch fair machen für euch, dass wenn ihr dass ihr dann nicht sagt, aber das ist ja kein Alkohol so, dann musste ich auch hier bei der 3 einlenken und da im Häuschen von Johanna landen. Schön. Okay, das habe ich tatsächlich, das mit dem Grog, dass das ein alkoholisches Getränk, habe ich gar nicht in meine Kalkulation mit reingegangen. Ja. Ich hab da nur gelesen, jammerte oder jammerte nicht, der Rest. Ja, ich habe Grog durch einen warmen Fencheltee in meinem Kopf ersetzt. Ja, dann sofort. Ja, dann sofort. Da bin ich sofort dabei. Ja, sehr gut. Aber gut. Ja, wir haben leider... Ja, einmal haben wir es getroffen, aber sonst haben wir doch gar nichts. Johanna hat gewonnen. Ja. Ja, cool. Stark, Johanna. Ja, eigentlich, genau, wir haben gesagt, so, ne, Johanna hat gewonnen. Eigentlich einigt man sich dann auch immer auf eine Position. Ja, das hätten wir nicht geschafft. War das nicht bei mir sogar der Fall? Also ja, in gewisser Weise, stimmt. Ja, aber das war ja nicht durch Einigung, sondern einfach nur durch Aufhebung und Verwirrung. Ein bisschen zu oft Verneinung dann. Okay, wollen wir noch ein zweites Spiel spielen? Gerne. Ja. Okay, dann machen wir einmal ganz kurz Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Also willkommen zurück. Es ist immer noch 2023. Das neue Jahr hat begonnen. Nee. Immer noch 2022. Okay, immer noch 2022. Aber vielleicht guckt ihr das ja im Jahr 2023 und wir feiern ein Happy New Year! Happy New Year! Wir feiern drei geiles Silvester mit Brettspielen. Und wir haben uns ein neues Spiel aufgebaut, und zwar Detective Club. Das haben wir ganz lange nicht mehr gespielt. Und da würden wir jetzt noch eine kleine Mini-Runde spielen. Und ich erkläre euch das einmal ganz kurz. Es gibt bei Detective Club, geht es darum, den Verschwörer oder die Verschwörerin zu enttarnen. Es gibt immer einen aktiven Spieler oder Spielerin, die spielt zusammen mit der Verschwörenden. Ja? Und die überlegt sich, ihr habt ja alle 6 Karten auf der Hand. Und diese Person nimmt sich so eine Karte raus und überlegt sich dazu ein passendes Wort. Ja? Und dieses Wort schreibt diese Person anschließend auf in jeden dieser Blöcke hinein. In jeden? Ja, bis auf in einen Block. Aha. Das heißt, wir haben hier 4 Blöcke. Also schreibt die Person es in 3 Blöcke und in einen nicht. Mischt die. Und dann teilt sie sie aus. Und dann haben wir quasi dann weiß eine Person am Tisch nicht, was das Wort ist. Ja. Und dann fange ich an, meine Karte zu legen. Dann ist Johanna dran, legt ihre Karte dazu hin. Dann Andreas, dann du, dann Florentin, dann nochmal, dass am Schluss jeder 2 Karten vor sich liegen hat, die zu dem Wort passen. Die verschwörende Person muss natürlich, oder die Verschwörerin oder Verschwörer, muss natürlich quasi raten. Die verschwörende Person ist die Person, die nicht das Wort gekriegt hat. Genau. Okay. Und die muss dann quasi so mitspielen und raten, was es geht. Also wenn zum Beispiel überall Wasser liegt, dann könnte sie vielleicht denken, das ist Thema Wasser, also lege ich auch eine Karte mit Wasser.
Und wenn wir das abgeschlossen haben, sage ich einmal, was das Wort war. Und dann müssen alle laut überlegen, wer wohl. Ah, der Verschwörer kann aber auch mitargumentieren, dass jemand anders der Verschwörer ist. Okay. Genau. Und das Wort darf beliebig komplex sein oder gibt es da eine. Okay, gut. Cool. Und die Herausforderung ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Schon alle verstanden. Naja, wahrscheinlich geht es ja darum, einen Begriff zu finden, der eben A, nicht so einfach ist und B, sich mit den Karten abdecken lässt. Genau. Es gibt ja nicht 20 Wasserkarten. Wollen wir vielleicht eine offene Runde mal spielen? Oder ihr, also müssen nicht, wenn ihr schon alle. Also ich weiß noch nicht, wofür die sind, aber es ist im Grunde recht einfach. Du denkst dir einfach ein Wort aus. Sagen wir mal Hunger. Schreibst das Wort in drei dieser vier Booklets, teilst die aus. Wir gucken die an und jetzt wissen vier Spieler das Wort Hunger, ein Spieler nicht. Ja. Und jetzt müssen alle Spieler Karten legen, die zu dem Wort passen. Und daran müssen wir jetzt gucken, wer checkt nicht, welches Wort weiß. Wir wollen gar nicht das Wort rausfinden, sondern wir wollen rausfinden, wer das Wort nicht kennt. Genau. Jetzt habe ich das. Und der aktive Spieler und die Verschwörerin oder der Verschwörer spielen zusammen und kriegen auch Punkte. Wenn sie nicht enttarnt. Aktiver Spieler ist der sich das Wort ausdenkt. Genau. Gut. Okay. Alle soweit dabei? Und das hier? Also ich will, dass der das Verschwörer. Das nutzen wir gleich, um zu sagen, wer. Alles klar. Wenn du dir das Wort ausgedacht hast, ja. Achso, wenn ich mir ein Wort ausdenke, will, dass der Verschwörer gewinnt. Ja. Genau. Das heißt, es darf nicht zu schwer sein. Ja. Und nicht so genau. Wer ist denn jetzt was? Wer macht denn jetzt aber was? Man darf nicht ich so, also man, es muss, müssen schon Substantive sein, oder? Also es ist nicht sowas wie und oder so. Ja. Gut. Aber Adjektive sind schon okay, oder? Ja. Ja. Okay, ich beginne. Das ist schon mal gut. Ich beginne. Hier. Und die Blöckis. Die Blöckis, genau. Da. Die auch. Wenn Fabian anfängt, dann wissen wir, das System ist danach dann bulletproof. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich kann fast jedes Wort darstellen. Okay. Ich gar nicht. Also, solange es in einem Fantasy-Universum mit. Es nicht kann erschrecken, auf dem nicht erschrecken. Blöcken, nee, auf den Blöcken stehen schon Wörter. Ich sehe meine Telefonnummer. Aber die sind alle durchgestrichen. Das Wort, was nicht durchgestrichen ist, das ist es. Okay. Du hast es schon privat gespielt, das Spiel. Ja. Okay. So, meinst du, sind genug gemischt jetzt? Ja. Gut. Okay. Schön. Achtung, nicht erschrecken. Jetzt. Achtung, nicht erschrecken, jetzt. Und Gott. Folgende ist meine erste Karte. Oh, so eine schöne Karte. Aber Moment, du gibst jetzt schon einen konkreten Hinweis auf das Wort. Ja, nee, nur die Karte. Nur die Karte. Aber das ist nicht zur Irreführung, sondern du sollst schon bezieht sich auf das Wort. Okay. Ja, muss aber nicht, oder? Ja, aber ist ja sinnvoll, damit quasi der Verschwörer oder die Verschwörerin auch checkt, worum es geht. Achso, aber wenn alle denken, du seist der Verschwörer, habt ihr auch verloren. Aber er hat auch das Wort ausgesucht. Ja. Ich habe das Wort ausgesucht. Ich kann nicht als Verschwörer enttarnt werden. Ja, aber du kannst jetzt. Ah, ich verstehe. Aber du hast jetzt eigentlich Anreiz, möglichst weit weg vom Wort zu legen. Nee. Um dem Verschwörer Raum zu geben. Ja. Naja, zumindest nicht zu konkret, sondern so ein bisschen Interpretation. Ich lege jetzt hier was hin, ja? Ja. Machen wir in die Richtung? Nein. Also, nee, ich meine, so rum. Okay, gut. Was? Ja, Uhrzeigersinn. Ja, stimmt. Mhm. Es ist immer noch Silvester. Andreas L. Ja. Tja, was macht er? Naja, wenn ich nicht. Ja, schwierig, ne? Also, ich muss nochmal fragen. Fabian will die Person finden, die das Wort nicht kennt. Wir alle finden die. Wir alle wollen den Verschwörer finden. Okay. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es nicht Fabian ist. Genau. Weil der sich ja das Wort ausgedacht hat. Okay. Aber jeder andere könnte der Verschwörer sein. Und der enttarnt sich dadurch, dass er falsche Karten legt zu dem Wort, das wir kennen und er nicht. Was ist denn? Mädchen. Aber also ich glaube, wir müssen das mal so für die Zuschauer ist so sinnvoll. Ja, die sind immer hochkant, ne? Ja. Okay, interessante Auswahl an Bildern hier. Und wie geht's jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt nochmal. Und jetzt liegt die nächste. Ja. Jetzt kann der Zuschauer zu Hause natürlich auch eifrig mitraten, vielleicht die das Wort gar nicht kennen. Was hier? Das ist mein. Bist mir da drüben ein bisschen zu eifrig irgendwie.
Achso, man darf immer eine nachziehen. Ah, das ist so. Ja, das ist wieder so eine der Regeln, die kommt im Laufe des Spiels, alles klar. Jetzt, wo die Karten ausgehen. Aber ich habe trotzdem schon was. Das hier nehme ich. Ist von mir. Warte, vielleicht können wir das ein bisschen schöner. Das macht nicht wirklich Sinn, Johanna, was du da gelegt hast. Guck doch mal genau hin. Astronauten-Tetris? Nein. Unwahrscheinlich, dass das das Wort ist. Was ist das denn? Das ist das Schönste, was ich hier gesehen habe, muss ich sagen. Das ist eine Komposition. Ja, okay. Eine Sinfonie? So weit würde ich nicht gehen. Das sind richtig schöne Bilder. Ja, die super sind schön. Richtig schön. So, alle Karten gelegt. Ja. Alle Karten gelegt. Ich verrate das geheime Wort und anhand dessen müsst ihr quasi jetzt diskutieren, wen ihr für verdächtig haltet. Schönes Wort. Finde ich auch. Gab auch ein paar schöne passende Karten. Tolles Wort, ja. Und das Wort war vorgelegt, ja. Tiefe. Ja, ich weiß. Ich weiß es auch. Wusste ich. Und dann sagt mal. Naja, ist ja also bei mir ziemlich offensichtlich, dass ich das Wort kannte. Sie starrt in die Tiefe. Hier wird das ist das perfekte Bild. Nochmal unter. Das ist wirklich das perfekte Bild. Also offensichtlich habe ich. Also spätestens als beim ersten dachte ich noch, okay, ja gut, sie guckt runter, aber es ist auch so ein bisschen. Im zweiten war natürlich klar, das dachte ich sogar, ob du das Wort nicht dir ausgedacht hast anhand deiner Karten. Aber dürfen wir jetzt anschuldigen schon? Ja, ja, ja. Ja, ist Andreas. Andreas ist es, ja. Also das erste Bild, der gibt gar keinen Sinn. Das zweite eigentlich auch nicht. Ich finde immer noch Astronauten. Höchstens tief im Wald, aber nee. Aber gut, die Tetris ist. Das ist kein Astronaut, das ist ein Taucher. Man guckt in ein Schlüsselloch rein. Ich habe keine anderen. Ich habe keine anderen. Checkt ihr das nicht? Man guckt in ein Schlüsselloch rein. Wie tief willst du noch gucken? Und was ist das erste? Ja, das erste Bild, die habe ich gezogen, deswegen konnte ich die legen. Ja, klar. Das erste ist halt ein Haus. Warum ist es tief? Geht tief runter. Naja, es ist ein anderer Blickwinkel auf ein Haus. Als du hattest sonst keine andere Karte, die irgendwie einen Berg oder eine Schlucht oder so gezeigt hat. Nee, ein Berg? Höhe, Tiefe? Naja, Höhe wäre das wohl eher gewesen als Tiefe. Nee. Ich als aktiver Spieler will übrigens nicht mitdiskutieren. So, ja, was haben wir denn? So, wie erklärst du denn, also erklär mal, wo ist da die Tiefe? Ja, das ist tiefer Schatz. Berg. Ja. Ah, ja. Okay. Und das ist die Tiefe des Universums, unendliche Weiten. Ja, ja. Ja, aber tief im Berg, das ist halt eine Kiste. Eine Lore. Das ist eine Lore, ja, ein Bergwerk. Das ist eine Lore. Andreas, du bist vielleicht in der Warcraft 3 Lore drin, aber das für Tiefe. Oder gibt es jemanden, der nicht denkt, das ist Andreas? Ich glaube auch. Oder so. Ich dachte, das ist Andreas. Gut, wir alle drei sagen Andreas. Genau, dann müsst ihr, können wir uns ja jetzt sparen. Doch, theoretisch müssen wir jetzt die unsere Lupe. Ja, hier will ich nochmal genauer drauf schauen. Okay. Das finde ich verdächtig hier. Wo möchtest du drauf? Auf das Haus. Oh. Du kannst dich nicht selber anschauen. War eine Reinkommarunde. War eine Reinkommarunde. Ja. In dem Fall war es richtig? Ja, klar. Ja. Es war schwer. Es ist jetzt, super schwer. Wenn man auch als zweites direkt legt, du hattest nur die Tetris zur Auswahl. Deswegen habe ich nochmal gefragt, ob wir in die Richtung wirklich legen. Also, dass die Katze irgendwie Tiefe gibt, ist halt, hat sie mir nicht erschlossen. Was passiert jetzt? Die bei guckt mir? Doch im Aquarium. Ja, die guckt in ein Aquarium. Da habe ich nicht gesehen. Und wie viele Karten hat man auf der Hand? 6. Okay, dann brauche ich noch eine. Zwei. Wir ziehen aber dein Eisberg war ja brillant. Das war wirklich Glück. Ja, wirklich fantastisch. Toll. Genau. Und jeder, der jetzt quasi richtig platziert hat, kriegt 3 Punkte. Das ist was der einmal du und du. Und wären weniger als 2, also 1 oder 0, bei dem richtigen Verschwörer gelandet, dann hätten der Verschwörer und der aktive Spieler Punkte bekommen. Mhm. Weißt du, wen möglichst der nicht verdächtigt wird. Mhm. Wer ist denn jetzt dran? Jetzt würde ich sagen, ist Johanna dran. Nee. Och, nee. Aber Johanna schreibt. Ja. Ich kann doch gar nicht schreiben. Dann. Och, nee. Ich muss ja auch mich an meinen Karten orientieren. Da ist ja nur Müll dabei. Mhm. Ach so, sie kann sich an den Karten orientieren. Ja, klar. Naja, ich suche ja am besten was ich schon zuordnen aber kann. Aber es ist halt schon. Der aktive Spieler kann halt eigentlich auch schon irreführen, ne? Also, ja, will er irreführen? Eigentlich will er doch irreführen. Also du kannst das Spiel doch nicht so bauen, dass er was anderes will, als ihm hilft. Naja, er führt in die Irre. Nein, weil der will doch, dass der Verschwörer nicht entdeckt wird. Und der will dem Verschwörer helfen, dass er checkt, er will möglichst passendes. Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Er will möglichst
was Eindeutiges haben. Damit der Verschwörer es einfach errät und nicht erwischt wird. Genau. Ja, das macht Sinn. Ah ja, und es geht, ah ja, genau. Der aktive Spieler liegt immer als erstes. Das heißt, daran kann der Verschwörer sich immer schon mal orientieren. Ja. Oh, weiß okay, nicht. Das ergibt schon Sinn. Ja, oh Mann, ein Wort nur. Ein einziges. Aber Deutsch, in der deutschen Sprache kannst du vieles zusammensetzen. Mit einem Bindestrich. Und genau, und in drei Blöcke, in ein Block muss leer sein. Ich finde mal so abstrakte Begriffe interessant, so Demokratie oder so. Mhm. Wie man das da, ja, weil da kannst du ja alles argumentieren. Naja, das macht es halt auch eigentlich dann das leichter. Stimmt, das macht es dem Verschwörer sehr leicht. Ja, also Tiefe war schon okay, aber von der Katze hab ich nicht gecheckt. Aber wenn man jetzt sowas macht wie Liebe oder so, kannst du ja auch in alles irgendwie rein. Katze hätte mir geholfen halt. Das habe ich leider nicht. Schnurren. Für Liebe habe ich aber auch leider schon das ziemlich perfekt. Ja, aber ich meine, du kannst weil jedes Bild. Ich hatte tatsächlich so Knäuel, das hätte ich dann legen können, dachte ich, geht so explizit um Katzen. Jetzt haben wir aber genug überbrückt jetzt hier auch. Ja, ich schreibe doch schon. Aber ich bin gar nicht zufrieden. Johanna. Eine ganz lange Brücke hier. Können wir dann. So, es ist immer noch Silvesterabend, Leute. Ja, wir haben alle Zeit stimmt. der Welt. Ja, gut, es ist aber geht auf 2 Uhr nachts. Ja, man überlegt. Silvester, yeah. Dankeschön. Oh, ich erschrecke jedes Mal. Sehr gut. Jedes Mal. Fange ich an? Ja, du fängst an. Weiß ich doch auch nicht, Leute. Meine Güte. Interessant. Jeder sucht sich natürlich aus dem Bild auch immer das raus, was er braucht. Ja. Ich habe halt D-Moll jetzt als Wort erstmal. Ja, weil die Baumwurzel genau auf dem. Ja, das ist aber eher Dur, oder? Also da hätte ich jetzt. Ist das D? Ich kann es von hier aus nicht ganz genau sehen. Make my way downtown. Okay. Face is past and I'm homebound. Ja, ja, der schwebende Typ in der Gasse. Okay, Akt. Ja. Achso, man darf ja nachziehen, ne? Mhm. Ach ja. Das, okay, ich nehme das. So, nachziehen. Ja, naja. Das ist nicht so einfach, wenn man keine gute Karte hat. Ja. Auch weil man den Block nicht hat, ne? Ich mach dann ist es besonders schwer. Das ist deine zweite Karte. Die hier. Aber sie kann nicht Verschwörer sein, ne? Nee, aber hast du vergessen, was du für ein Wort aufgeschrieben hast? Ja, habe ich vergessen. Ja. Das habe ich jetzt total vergessen. Ich habe nicht so richtig gute Karten, mein Godle. Ich mach's auch gar nicht leicht meinem Companiero. Tut mir leid. Ey, für mich ist jetzt eigentlich schon klar. Ich find's nicht. Es ist halt schon ziemlich eindeutig jetzt. Und brauchen die zweiten Karten gar nicht. Andreas L. Ja, tu es. Brauchst damit. Oh, krass! Das ist natürlich ein bisschen too much jetzt hier. Na gut. Okay. Etienne. Wenn Eddie steht, weil du bist, dann weiß man, okay, shit's going down. Der hat nichts zu bemerken. So, ist hier irgendjemand nicht für Fabian? Nein. Gut. Nein. Kannst du erstmal dein. Nee, erstmal. Hallo? Oh, ist so eindeutig. Kannst du erstmal dein Wort sagen? Ja, das Wort ist Wissen. Wieso? Also, du weißt doch das Wort schon, das oder? Hättest du ja gewusst. Das weißt du ja schon. Offensichtlich hast du es ja hier sehr gut mit dem schwebenden Typen aber überhaupt nichts entdeckt. Fairerweise, das müssen wir schon machen, sonst hat der. Du musst schon erstmal das Wort sagen. Ja, okay. Ja. So, ja. Das ist unfair. Ja, das stimmt. Okay. Es ist auch echt schwer. Es ist echt schwer. Also es ist schwer, aber. Aber ein schönes Wort, finde ich. Und das kann man auch. Also aber jeder von uns hatte halt ein Buch. Ja. Gut, aber das sind die intelligentesten Weichtiere auf der Welt. Ja. Da dachte ich noch, hatte eine Glühbirne in der Hand, so als irgendwie Idee oder so, aber nee. Ja, pass auf, wisst ihr, was ich gedacht habe?
Es ist Licht. Irgendwie Licht. Ja, ja. Ah. Und es ist, aber gute Ideen. Also überall ist nämlich Licht, Licht, naja. Licht. Ja, hier so Schäden. Halb, aber ja, ja. Hier Licht. Das war im wahrsten Sinne Gaslighting in der Form. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber wieso magst du das hier nicht, Eddie? Das ist doch das. Was hat das mit Wissen zu tun? Das ist Computer. Technik, ja. Elektronik. Das hat mich aber eigentlich noch mal bestärkt. Das sind Gehirnzellen, die vernetzt sind und ein Computer gleichzeitig. Also ich finde Technik interessant. Ja, ich bin bei Eddie. Wenn du den Begriff hast, kannst du damit was anfangen. Okay. Aber schöne Karten auf jeden Fall. Was ist mit? Die haben wir schon alle benutzt, oder was? Ja, die haben wir schon benutzt. Wollen wir es nicht nächste Runde so machen, dass, damit es für den Verschwörer einfacher ist, er als letztes legt in der ersten Runde? Stark. Andreas. Jeder kriegt drei, ne? Ja. Hier? Da gibst du mir noch eine Knall. Johanna nicht. Nee. Was? Johanna nicht, nee. Du hast ja verloren. Naja. Du arbeitest ja mit dem Verschwörer zusammen. Stimmt. Oha. Gib mal dein kleines Blöcklein darüber. Gut. Bitte? Ja. Sechs Karten hat man gesagt, ne? Ja. Na gut, komm. Geh mal. Now I wonder. Wenn du schlecht genug singst, ist kein GEMA. Boah, ich fühle mich wie auf so einer Autogrammstunde hier gar keinen Bock, einen nach dem anderen. Ich mir einfach hingehen. Oh, ist kaum zu lesen, es tut mir leid, für den, der es hat. Warte, lass mich da mal durchstreichen. Scheibchen. Das ist der Ohrwurm für 23. Das ist das Lied für 23. Unser Lied. Aber ich brauche einen Trap-Remix, bevor ich das spielen kann. No one ever. Okay. Bereit? Achso, warte mal. Ey, wollen wir nicht nachher noch ein bisschen Karaoke machen auf unserer Playlist? Ja! Ja! Schön nach den Playlists, was wir am meisten gehört haben. Diese Jahr. Das ist doch gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es auch nicht lesen, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, warte mal. Wollen wir vielleicht nochmal die Blöcke zurückgeben und dir eine Chance geben, nochmal. Also, ich habe eine Idee, aber. Was? Ja, wir müssen es nochmal neu machen. Ich kann's nicht lesen. Ist es Hans oder Haus? Ja, das sieht aus wie Haus oder Hans. Das Ende sehe ich nicht. Aber würde er Hans machen? Euer Ernst? Oh, sorry, jetzt habe ich den Kopf kaputt. Als Wort Hans. Ja, aber stell dir vor, das Wort ist Hans. Das ist doch mega geil. Das ist kein U. Wie schreibt denn ihr sonst ein U? Aber das ist doch ein N. Also, so, mach das ist ein neues Wort aus. Also, Haus wäre auch ein neuer Block, weil den können wir jetzt ja nicht mehr nehmen. Warum? Ja, weil der ja nicht mehr. Also, weil er dann ja anders aussieht. Wieso sollte ich denn Hans als Wort machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal Hans im Ernst. Nehmen wir mal ernst. Weißt du nicht, es hätte sein können, dass du so Hans im Glück hast. Hans? Wer hat denn sich da jetzt rausgewieselt aus der Runde? Ich, ein bisschen ich. Unglaublich. Neues Wort. Das Problem war, ich konnte es nicht lesen, aber in dem Moment, wo ich das artikuliert habe, ist mir bewusst geworden, dass ich schon zu viel. Ja. Aber wieder mal ein Beispiel für Andreas schillernde Kreativität, finde ich. Haus. Der Typ ist Creative Director bei Rocket Beans. Haus. Oh, wow. Grau wäre auch schön. Also nicht nochmal Haus jetzt, ne? Nein. Nee, probier's mal mit Maus. Laus, Klaus. Es gibt noch so viel. Beispiel für meine schillernde Kreativität habe ich euch hier gebaut. Oh! Willst du damit 23 in See stechen? Ja. Schön. Das ist schön. Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Nee. Ich bin der Meinung, wenn ich mir irgendwas nicht, vornehmen will, kann ich das ganze Jahr machen. Mach mal aber auch nicht. Gesunde, ne? Gesunde Ernährung. Du bist ja. Wär mein Vorschlag für mich. Für dich. Ja? Aber es heißt weniger Fastfood. Vor allem weniger Schokolade, weniger Fastfood. Vielleicht sollten wir uns eher gegenseitig vorsichtig. Mal ganz kurz, dass ihr Haus kritisiert habt, zeigt, dass ihr das Spiel noch nicht ganz durchdrungen habt. Das gebe ich gerne stimmt, zu. Weil du willst ja auch ich einfach will machen. Doch, dass der Verschwörer checken kann, dass das Motiv so klar ist, dass alle Karten. Aber dann kann ich ja einfach irgendwas sagen, was auf der Karte drauf ist. Das stimmt. Das wäre ja dann auch ein bisschen. Da kann ich ja wirklich genau da, also wenn, dann könnte ich ja genau, weiß ich nicht, Kerzenorgel als. Naja, Wissen haben wir und doch dann alle. Das da hinlegen. Aus Wissen haben doch die meisten von uns Bücher gemacht am Ende des Tages. Mhm. Und Häuser hätte ich gehabt. Zieht sich hier in die Länge. Ich muss leider mit links wieder schreiben. Na gut. Wir überbrücken das Ganze noch ganz kurz. Was Vorsätze. Gute Ernährung willst du? Zieh gute Ernährung. Das Problem bei der guten Ernährung ist ja,
Wie kriegt man das in einen busy Tagesablauf integriert? Nicht, also generell weiß ich natürlich, wie es theoretisch geht, aber wie kriege ich das schnell hin? Aber gibt es da nicht ein gutes Produkt? Jetzt Sponsor einfügen. Wir haben keine Sponsoren mehr, 23. Okay. Schaut mal, apropos, was passt. Apropos, das ist eine lange Liste an Bumpern. Aber apropos Sponsor, ich möchte ja kurz was sagen. Und zwar, ihr könnt Sponsor werden von diesem Format, indem ihr mit in den Lobbydienst Supporters Club eintretet. Geil. Würde lachen wir jetzt, der Schokomel Werbespot kommt. Nein, for real. Einfach auf den Link, den ihr gerade gesehen habt, da könnt ihr direkt dieses Format unterstützen. So, wer ist denn jetzt dran? Andreas. Ich lege vor. Ja, leider nichts Passendes. Puh. Ich zeige euch jetzt mal, wie eine perfekte Runde eigentlich auszusehen. Okay, ja, mach mal. Gut, gut, gut. Ah ja, meine Lieblingskarte wahrscheinlich. Das gefällt mir richtig gut. Nahendetektiv. Oh ja, stimmt. Ja, okay. Très intéressant. Ja, ja. Nee. Andreas, zieh das zurück. Andreas, also das wird nichts gesagt haben. Ja. Perfekte Runde, ne? Ja, ja. Naja, aber ihr versteht jetzt eher das Spiel, ne? Ja, jetzt langsam durch dich haben wir es langsam. Danke auch nochmal. Danke dafür. Okay. Ja, da muss man sagen, guter Zug, Andreas. So, jetzt einfach mal gucken, wo ist die Gemeinsamkeit? Nee, jetzt sagt er als erstes den Begriff. Ich sage den Begriff blau. Und dann wissen wir alle, dass es Eddie ist. Also wir sollten ihn erstmal anhören. Warum wisst ihr, dass ich es bin? Weil du nichts Blaues in deinen Bildern hast. Blue Cheese. Okay. Und hier. Sehr gut. I feel blue. Ja, doch, ich nehme meine Lupe zurück. Clever. Nee. Also, ich meine, wenn natürlich wirklich der Verschwörer direkt nach einem dran ist, ist es natürlich schwierig, Das zu erkennen. Also das ist echt ein Problem. Aber nochmal Shoutout für die blaue Fliege von Johanna. Traumhaft. Ja, ich habe es wirklich geschafft, zwei Karten zu, mit nichts blauen. Und die wollte ich am Ende einfach auch nur loswerden. Ja. Puh. Oh. Da muss man, Andreas, also die Häme natürlich gerechtfertigt, aber effizient. Also so, das ist wirklich schön gemacht mit Blau. Ketchup bitte. Das war Pech, Eddie. Okay, oder? Das war Pech, dass du direkt nachher dran bist. Ist natürlich schwierig. Eddie ist dran. Oh Mann, ey, schafft's mal einen Verschwörer. Nee, nichts. Wir schaffen das jetzt einmal. Letzte Runde, oder was? Nee, vorletzte. Ach, jeder muss einmal. Jeder so, Etienne, du schreibst. Wir müssen noch Punkte vergeben. Ja, ich hab's. Ja, mal wieder kriegt jeder drei. Bis auf die Verschwörer. Der aktive Spieler. Nicht auch. Auftraggeber oder so. Nein, das ist der aktive. Das ist der aktive. Warum hast du hier eine Karte liegen? Eins, zwei, ich hab drei, ihn hingelegt. Vier, fünf, sechs, nee, ich hab's. Achso, okay, dann hat er schon. Okay. Okay. In allen bis auf einen, ne? Ach ja. Darf ich jetzt hier was rausreißen? Nee, weil hier ist alles durchstreichen. Hier ist schon alles, aber es ist. Ja, dann raus, reiß es raus. Die ist auch Linkshänder. Ja, klar. Ach so? Ja, diese kreativen Leute alle halt, ne? Ach so, ja. Nee. Sie so Farben, Haus, Blau, da musst du erstmal drauf. Aber wirklich. Ich habe ja ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich gehe ja jetzt pumpen. Ja. Und deswegen, wirklich? Nach dem Motto lebe, man kann sich Vorsätze das ganze Jahr vornehmen und ich nehme mir einfach vor, das weiter zu tun. Ah, okay. Finde ich gut. Einfach fortführen, was gut läuft.
Ich gehe wirklich vor mir jetzt. Ich dir mal ein. Stark, guck's dir an. Willst du Feedback fürs einfach Wort? Irgendwo rein. Nein, Quatsch. Gutes Wort. Sehr und ich lege das erste Ding. Mhm. Upsi. Voll jung. Och, mhm. Ah, ich bin schon wieder dran. Nee. Nee. Andreas. Es ist teilweise nicht zu erkennen, was das ist. Das ist ein Eimer, ne? Ist es ein Eimer? Was? Ja. Das ist ein Eimer, ja. Warum? Ja, nicht nur, ne? Naja. Okay, da bin ich jetzt mit der Zweiten, ja? Ja. Geh mal. Na, zu tief angefangen. So, ihr Lieben, was für ein wilder Ritt uns Eddies Wort doch hier bereitet. Ja, das Wort ist Sand. Ja, das Wort ist Sand. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich Nein, ich hab das auch. Ich weiß, es erscheint erstmal komisch, aber meine erste Karte war ja die hier. Ja. Und das war das einzig Gelbe, was ich hatte. Mhm. Und deswegen habe ich das gelegt, weil gelb wie der Sand. Und als zweites hatte ich wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich das, wo noch so ein bisschen Küste drauf war, genommen. Andreas, wie passt der Eimer da rein? Sand, du bist am Strand. Was brauchst du, um Dings zu bauen? Also Sand aber ist das, Eimer. Aber das, wo passt das rein? Ja, wie passt das rein? Gar nicht. Es passt gar nicht rein. Nee, ich bin tatsächlich bei Andreas auch. Ja. Es ist schwer, aber ich habe das Gefühl, wir alle haben es uns Mühe gegeben. Ja. Ja, warum? Was ist hier? Ja, hier ist unten Sand tatsächlich. Das kann man sehen. Hier ist gar kein Sand. Ich hatte schlicht und einfach kein anderes Bild mehr und dachte mir, dass hier unten Sand ist, reicht. Aber ich hatte einfach kein anderes Wort, kein anderes Bild mehr. Aber das reicht euch als Erklärung sozusagen, wenn einer sagt, ja, ich habe kein Sand anderes. Zumindest. Das ist für mich mehr als bei Fabian und das Sandförmchen hier macht, also spricht Andreas für mich frei und unschuldig. Okay. Gut, spannend. Safe. Hey, wir sind uns mal nicht einig. Ja. Eddie, mit Sand. Stark. Aber warum? Und was sagst du, Andreas? Naja, also ist das wirklich eine Frage? Guckt euch mal Florentins Bilder an. Wo möchtest du den hinlegen? Das aber hier unten, aber guck mal, vielleicht siehst du das wirklich nicht so gut. Bei Florentin, wieso denn nicht bei Fabian? Aber guck mal, hier unter der Maus, das ist wirklich Sand. Aber da ist doch der Eimer von. Eine Maus sucht doch der Eimer von Andreas. Ja, aber guck da wirklich, da ist Sand hier. Also ja, macht dich nicht schlechter als. Ja, okay. Hä, wieso ist ja nicht auf Fabian? Also ich will es nur erklären. Sand. Sorry, ich dachte auch, das war klar, deswegen bin ich gerade ein bisschen konstatiert. Okay. Wieso ist nicht auf Fabian, der eine strickende Maus genommen hat? Nein, weil ich Krane kenne und ihm glaube, dass das das Nächste ist, was er an Sand gesehen hat. Ja. Wir kennen Krane alle. Ja, was ist denn jetzt das? Was ist denn jetzt? Wie okay. Jetzt weiter? Wer ist der Verschwörer? Fabian. Ja, ich. Na, ja, also, da wusste ich doch. Ah, bei dem Eimer habe ich gedacht. Wusste ich doch. Ich finde das, es ist viel zu schwer als Verschwörer. Es ist echt schwer. Es ist viel zu schwer. Wir beide, vor allen Dingen, ihr habt sofort so gelegt, alle. Und ich so, ja. Ich kann jetzt, ich muss schnell was legen, weil sonst ist sofort suspicious. Ja, ja. Also, ich weiß für nicht, mich bist du unschuldig, das war doch toll. Ja, nee, das war Zufall. Ach so. So, jetzt ist Florentin dran. Ein tolles Wort, sich auszudenken. Ja. War das denn jetzt schlau, dass ich in beiden meinen Karten auch das gelegt habe, was das Wort war? Genau, weil das hat ja eigentlich dem Verschwörer sehr viele Hinweise gegeben, was es ist. Aber also du bist nicht drauf gekommen, dass es Sand ist. Ja, so. Alle haben sofort gelegt. Und ich konnte gar nicht lange hingucken, weil dann wäre klar gewesen, dass ich noch eine Gemeinsamkeit suche. Also habe ich irgendeine Karte gelegt. Ah, du musst ja eigentlich nur bei mir gucken. Naja, aber alleine, dass ich gucken muss und nicht einfach. Ja, verstehst du? Ja. Das ist super schwer als Verschwörer. Mann.
Also du kannst nach. Ich mache das immer so, dass ich nachdenklich auf den Fernseher gucke, wo die Karten sind. Ja, habe ich ja auch gemacht, ja. Aber wenn die natürlich so kommen, muss ich halt schnell eine Entscheidung treffen. Damit also nicht so schnell die Karte legen. Ich habe dir geglaubt. Das war doch gar nicht so scheiße, ja, wie du das sagst. Du wolltest es. Ja, ich wollte dir glauben. Naja, ich habe keinen Punkt gekriegt. Schade. Siehst du, was hast du davon? Let's go. Letzte Runde. Nachdenkliche Runde auf jeden Fall. Wir brauchen Hannah ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Ich kann das erklären. Andreas? Die Karte ist Killer, seid ihr ready? Die ist, wenn wir reif. Hau raus! Oh, shit. Ey, die Sandrunde ist vorbei. Ihr seht es? Mhm. Ich dachte, du kommst jetzt einmal rum. Ja. Du noch so, einmal einsammeln. Hier kann man auch in beide Richtungen legen, ne? Das ist Eddie, der eben noch diskret mit Tipps geben wollte, wie man sich verhält. Also ich gucke dann immer nur so leicht nach. Aber vielleicht ist er auch einfach wieder genial, das weiß man Du musst erstmal deinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Also leg eine gute Karte. Ausgeprägt. Also selbst durch die Brille sehe ich fast nichts. Nahezu ja. Blind. Naja. Und Rückenschmerz. Oh, ich sehe gerade auch, man sieht auch eine Okay. Tja. Andreas, du bist dran. Ja. Du müsstest dann noch eine Karte legen. Na, Leute. Es ist halt. Man ist halt limitiert in seinen Möglichkeiten. Ja. Stimmt. Aber eine geile Karte auf jeden Fall. Hey, ist richtig gut. Da ist richtig was drin. Eigentlich mag er ja Möhren, ne? Aber. Ist ja verrückt. Dass man sich alles ausdenken kann. Ja, ne? Wenn man erstmal 3 Gramm Haschisch geraucht hat. Und jetzt natürlich Etienne. Mit der letzten Karte. Ich sehe auch die Hälfte der Karten gar nicht richtig, muss ich sagen. Nee? Nein. Schade. Okay. Dann. Interessante Bilder auf jeden Fall. Ich kann das Wort ja mal auflösen. Das Wort war Nachbar. Ich hatte hier so 2 Karten mit hier immer schön 2 Freunden hier drauf. Mhm. Ja. Weil Nachbar immer befreundet sind. Je nachdem. Ich bin gespannt auf eure Interpretation. Also ich kann sagen, ich wusste natürlich auch, dass es Nachbar ist. Ich hatte extrem, es war sehr schwer bei meiner Kartenauswahl, möchte ich sagen. Aber hier, das als erstes, was ich mit Nachbar assoziiere, ist halt in irgendeiner Form Haus, Wohnung, Tür. Außerdem hast du hier unten auch 2 Ratten. Irgendwie, das könnte man auch, da ist auf jeden Fall Interaktion mit Lebewesen. Und dann habe ich hier als zweites. Ich bin nun jetzt mal nicht der allergrößte Freund von Nachbarn. Und wenn man Nachbarn, ich verbinde Nachbarn in der Regel immer mit Stress und nervigen Action und Regeln, die man einhalten muss. Und das ist dann eben meine Gefühlslage, wie diese Katze guckt. Plus Katze verbinde ich auch mit einem Haustier, kann man auch interpretieren als weiteres. Hast du ja ganz schön viel überlegt. Ja, viel überlegt für, für Nachbarn. Ja. Stark. Ergibt sich anscheinend nicht so ganz aus den Karten, da musst du noch viel nachhelfen. Ja, muss man, wenn man keine guten Karten hat. Deine erste Karte war ja hier der Affe. Genau, ich habe hier die 2 Bananen. Also ich hatte auch nichts. Die hatte ich erst tatsächlich nachgezogen und dann hatte ich die 2 Bananen. Als zweite Karte dann hier das Häuschen, wo man so am Horizont noch
das nächste Hügel, die nächsten Hügel, weiß man nicht, ob es direkt ein Häuschen ist, aber. Aber zwei Bananen ist noch keine Erklärung für irgendwas. Zwei Bananen sind noch kein Nachbar, Aber sie haben beide ein Haus, ne? Also zwei. Du hast aber zwei im Bild. Ach so, okay. Ja. Zwei. Das ist so der Gedanke. Das ist die. Ja. Okay. Johanna? Guck mal, so hätten wir es eigentlich machen müssen. Reihum sagt jeder pro seine Karten. Dann hast du eine Chance. Johanna. Ich habe quasi auch das ambivalente Verhältnis zwischen Nachbarn gezeigt. Einmal, ich möchte die gerne töten. Der Typ nervt. Das ist ein Tötungszauber, oder? Das ist eine Pistole ist hier in der Hand. Aha. Und das ist, naja, komm auf ein Croissant und einen Kaffee vorbei. Eigentlich mögen wir uns. Das ist eine sehr interessante... Ich hatte nämlich erst, habe ich gedacht, Johanna hat keinen blassen Schimmer, was das Wort ist. Doch. Aber jetzt bin ich bei dir. Doch, das ist genau so, habe ich mir das eigentlich genau, ja. Das, doch, ja, ja. Mhm. Doch. Dein erstes Bild, das Graue, fand ich hübsch. Das ist toll. Aber wo hat das was mit Nachbarn zu tun? Naja, also, come on, das zeigt natürlich die Anonymität, ne? Große Mietparteien, in denen wir leben. Wir sehen eine Person draußen. Ja, er ist halt ein Nachbar. Ah, stimmt, was habe ich gesagt? Anonymität, den sehen wir. Aber kennen wir ihn wirklich, frage ich euch. Mm-mm. Aber es ist unser Nachbar. Das ist leider traurige Realität. In vielen Großstädten, Eli und ich wissen, wovon wir reden. Zweites Bild. Ja. Das ist für mich Nachbarschaft. Oder? So ist sie nämlich wirklich nicht hier auf dem Tasse Kaffee. Du hier, Kleintiere in der Mietwohnung, oder was willst du mir jetzt erzählen? Hier ist, oh shit, der hat das Paket angenommen. Ja. Oh, jetzt muss ich da klingeln. So. Zweites ist eher so ein bisschen die nachbarschaftliche Streitsituation, die es ja auch ganz gerne gibt. In dem Fall war das was ich als einziges Gemüsebeet, hatte. Kommt raus, da ist jemand, mit dem hat man Beef und man versteht sich nicht und das kommt von der anderen Seite. Ach, das ist okay, aber mein Mord nicht, oder was? Ich habe nicht gecheckt, dass es ein Mord ist. Ach so. Ja, es ist interessant, ich muss sagen, das Empire State Building... Verstehe ich, Eddie, das musst du natürlich auch machen. Also ich bin auch echt bei Eddie, ey. Also, ich meine, er hat schon recht. Du hast der Spieler damit. Und in deinem Interesse sollte der Verschwörer auch gewinnen, mein Lieber. Sorry, aber er hat schon recht, die Tür. Also, wir werden besser im Spiel, aber wir haben es auch immer noch nicht so ganz so richtig. Geil. Ich bin bei Johanna. Runter da. Ist das dein Ernst? Runter vom Rasen, sagt sie gerade. Aber diese Karte hier. Aber ja, das ist doch eine Top-Karte. Das ist die Nachbarschaft 3 und Nachbarschaft 1. Das ist eine super schlechte Karte. Das war meine Lieblingskarte von allen. Und vor allen Dingen, du hast ja auch dabei gesagt, du kriegst doch deine gerechte Strafe, mein Gott. Nee, das hat ja gut gepasst und so. Naja. Ich fand aber die Erklärung von Johanna ist auch sehr einleuchtend. Okay, dann liften wir mal, wer der Verschwörer ist, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich bin's. Ah, halt doch deinen dummen Schnabel! Im Haus, aber nicht. Ja, das Haus, aber die Bananen waren natürlich auch Quatsch. Ich dachte, du sagst so, Affe ist der Nachbar des Menschen. Ich fand evolutionär. Ja. Perfekt eigentlich. Da hätte man es eigentlich schon callen können, als er dann mit den Bananen anfing und dann auch nichts mehr gesagt hat. Ich habe nichts gehabt, jetzt habe ich das mit den zwei Bananen genommen. Bananen. Als ob das irgendwas erklärt. Oh, ich krieg... Stark. Genau, und wenn jetzt... Yes, wir kriegen 4, weil wir nicht entdeckt wurden. Genau, wenn wir nicht entdeckt, kriegt der aktive Spieler 4 und der unentdeckte 5 Punkte. Nice. Stark. Aber eben habe ich auch nichts gekriegt. Da wurdest du aber nicht verdächtig. Schwierig. Du wirkst immer verdächtig, auch wenn du bist. Irgendwie. Aber guck dir an, was ich hier noch gehabt hätte. Was willst du da Nachbarn machen? Ja. Also ich habe nichts. Ja, du hast auch einfach so angefangen, deine Karten zu verteidigen, ohne dass sich schon jemand beschuldigt hatte. Ich wollte sie erklären. Aber als Erste war die Tür schon gut. Ich meine, Tür an Tür, Nachbar, das ist der Blick. Fand ich auch gut. Also wenn du bei Katze sofort gesagt hättest, das ist ein Haustier von nebenan, was auf meinem Yard ist oder so. Aber das kam so als letzter Satz. Auch übrigens, Katzen sind ja ein beliebtes Haustier, hat der Nachbar ja auch. Ja. Da dachte ich so, das. Naja, aber du suchst ja die Karte ab nach möglichst vielen Sachen, die du da mit dem Wort in Verbindung bringen kannst. Also, aber da zeigt sich, wie schwer es ist, einen Verdacht, den man mal hatte, dann auch wieder der Realität. Ich kann ja mal kurz mal für die Zuschauer. Auch mal ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, auch sowas nicht. Was ich noch hatte, verhindert sowas hier. Dann hast du sowas. Sowas und sowas. Wo ist da Nachbar? Wäre geil, wenn jetzt so ein klares Nachbarbild. Leute schütteln sich die Hand in der Hand. So ein Zaun, ja. Hey, guck mal hier, Nachbarplanet. Oh, das ist aber ein stark. Ja, auf. Ist aber ein gut, aber okay, tolles egal. Spiel auf jeden Fall. Viel Kreativität, glaube ich. Da kann man verschiedene Strategien ausprobieren. Wie viele Punkte habt ihr denn? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich wurde ein bisschen falsch behandelt. 16. Ich weiß aber nicht, ob wir nach jeder Runde gemacht haben. Aber ich habe 16. Wieso hast du denn so viele? Ich habe 11. 4 mal 3 plus 4. Aber warum habe ich denn einen? Wann kriegt man denn Punkte?
Ja, ja, wenn man richtig, liegt. Und wenn man nicht entdeckt wurde. Wenn man nicht entdeckt wurde als Verschwörer oder wenn man richtig. Ich glaube, du hast auch nicht immer Punkte bekommen. Ja, für mich auch. Ist Fabian der Sieger als einziger geschafft, uns wirklich zu täuschen. Ja, das muss man wirklich sagen. Das ist gut, stark, na, da würde ich mitgehen, ja. Schön gemacht. Der wahre Sieger des Ganzen ist aber natürlich das Jahr 2023. Stimmt. Auf das wir uns jetzt alle freuen. Genau, auf viele schöne Brettspiele, dass ihr auch weiterhin Rocket Beans schaut. Kommt in Rocket Beans Supporters Club, unterstützt auch dieses Format, könnt ihr auch da direkt tun. Und dann wünsche ich sagen, vielen Dank, Johanna, Andreas, Etienne. Danke für die Einladung. Vielen Dank an Fabian Kahn für ein tolles Jahr mit Du bist. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Trostpreis, ja!